Heinsberg gibt sich ländlich. Mit dem Buremat kommt das Landleben hautnah in die Stadt. Wir waren mit der Kamera dabei. Frankies Funky Fanfare aus den Niederlanden bietet den akustischen Rahmen des Heinsberger Buremat, der vom Gewerbe- und Verkehrsverein organisiert wird. Peter Heinrichs ist der zweite Vorsitzende und erklärt Angebot und Hintergrund der Veranstaltung. Der Buremat in Heinsberg ist eine Aktion des Gewerbe- und Verkehrsvereins, wo alle zwei Jahre nach dem Ende oder zum Ende der landwirtschaftlichen Saison Landmaschinen und alles, was mit der Landwirtschaft zu tun hat, hier in die Stadt geholt werden. Und wir im Prinzip sowas wie ein Erntedankfest mit dem Buremat feiern. Peter Kleef vertritt die Firma Landtechnik Pechheiden. Warum ist sein Engagement so groß? Um der Bevölkerung unsere Produkte vorzustellen, wie heute ein Landwirt Lebensmittel produziert, hochwertige Lebensmittel für die Region und auch vielleicht fürs Land. Ja, und so präsentieren wir uns für unsere Landwirte, um den Landwirten zu zeigen, wie die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens sich heute darstellt. Alles etwas kleiner, aber verblüffend echt. So gibt sich die Modellausstellung. Wir präsentieren zum Heinsberger Buremarkt Theos Modellbauwelt. Theo Vergossen aus Brebern stellt im Maßstab 1:32 Modellbauwelten dar im agrarischen Bereich. Er sucht sich immer Themenschwerpunkte. Wir haben, weil es aktuell ist, die Rübenernte und die Maisernte ausgesucht. Wichtig ist Theo Vergossen, dass er authentische Szenen darstellt. Das heißt, die Modelle, die er einsetzt, die werden künstlich gealtert. Die haben Schmutzanhaftungen, die haben Beulen, die haben Roststellen. Und teilweise baut er die sogar selber. Wir haben hier eine Rübenmaschine, die komplett von Picke auf selbst konstruiert ist und die so im Handel nicht erhältlich ist. Lebende Tiere sind eine Attraktion für die Kinder. Josef Tholen vom Waldfeuchter Garten hat so seine eigene Verkaufsstrategie. Wie mein Schwiegervater immer sagte, hier ist Utti Tutti das Negerweib, frisst Lumpen und scheißt fertige Kommunanzüge. Kommen Sie hier ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Der Markt bietet nicht nur neueste Hightech-Maschinen, sondern natürlich auch viel Historisches. Dabei waren sich die Schlepperfreunde Kirchhofen anfangs gar nicht sicher, ob sie überhaupt ausstellen wollen. In Heinsberg ist Buremat, soll man da hinfahren oder soll man nicht? Alle waren dafür, um unsere alten Schätzchen auszustellen und auch vorzuführen. Wir sind somit 22 Mann, sind wir hier, ne? Und 22 Traktoren. Also das ist für unsere Stadt Heinsberg natürlich auch was Besonderes. Besonders stolz ist Bert Büsdorf allerdings auf seinen roten Porsche. Ja, das ist ein Porsche Allgäuer. Und zwar, das ist ein Porsche-System mit 16 PS, wassergekühlt. Ist ein ganz seltenes Teil. Liebhaberpreise rundweg um 8.000 Euro. Ja, aber verkaufen will ich dem nicht. Das war mein erster Trecker und den würde ich auch behalten. Mit viel Musik und landwirtschaftlichen Raritäten geht der Markt zu Ende. Na dann, bis in zwei Jahren.